Etwas später als gewohnt, aber wir sind da zum 11. Spieltag der Bundesliga. Herzlich willkommen bei Beidfüßig, herzlich willkommen Marcello. Hallo Carsten, ich freue mich, dich wieder halbwegs hergestellt zu sehen. Halbwegs, du hast recht, halbwegs, aber ich bin echt so zäh, mich kann ja nichts unterkriegen. Dich ja übrigens auch nicht, 5 von 10, die Bilanz finde ich ganz gut. Ordentlich. Ich sag mal, ich klammer bei 5 von 10 immer noch gerne die höchste Quote, weil es einfach ein Experiment war. Die 3,50 auf den Auswärtssieg von Augsburg in Köln, die klammer ich immer so ein Stück weit aus. Meine eigentliche Wette zu diesem Spiel mit beide Treffen wäre durchgegangen. Deswegen stehen wir bei 5 von 9. Da sind wir dann wieder über den 50%. Deswegen ordentlich, vor allen Dingen vor dem Hintergrund, dass es natürlich auch Ergebnisse gab, die man so hätte nicht unbedingt erwarten können. Genauso sehe ich es auch. Und übrigens, wenn euch unsere Show hier gefällt, lasst doch gerne auch ein Abo hier liegen. Marcel, wenn ich dir sage Dead Man Walking, an wen denkst du dann? Bis gestern. Bis gestern vielleicht an Frank Kramer. So sieht's aus, ja. Er war immer auf der Kippe und jetzt ist er tatsächlich nicht mehr Trainer von Schalke 04. Die Entscheidung ist nachvollziehbar, aus meiner Sicht. Ja, sie ist alternativlos, ich sag mal so, nachvollziehbar und alternativlos, weil die Schalke einfach nichts auf die Reihe bekommen haben. Aber auch hier möchte ich gerne wieder die These in den Raum stellen. Lag es wirklich an dem Trainer? Weil ich sage nein. Ich sage, die Schalker Mannschaft, die erste Mannschaft, der Kader ist nicht Bundesliga-tauglich, da bin ich ganz ehrlich. Klar, man kann darüber streiten, ob sie vielleicht 3, 4, 5 Punkte mehr haben könnten und auch vielleicht einen etwas attraktiveren Fußball spielen könnten. Aber ich sage, unter dem Strich bleibt Schalke für mich einer der Top-Abstiegskandidaten. Und deswegen wage ich mal zu bezweifeln, dass der neue Trainer, wer auch immer kommt, da sofort den Turnaround schaffen kann. Und die spielen bei der Hertha? Das ist das Spiel, was jetzt ansteht. Thomas Reis wurde ja lange als Nachfolgekandidat gehandelt, aber das scheint gar nicht mehr so sicher zu sein. Ja, muss ich zeigen. Ich glaube immer noch, dass Thomas Reis Interesse hat auf jeden Fall an dem Job, auch wenn er natürlich jemand ist, der sehr, sehr gut einschätzen kann, wie es in diesem Abstiegskampf zur Sache geht und wie auch der Kader der Schalker bestückt ist, was ich eben schon gesagt habe. Deswegen sollte man mal abwarten, für wen sich die Schalker entscheiden. Klar ist, für das kommende Spiel bei der Hertha wird es mal wieder Mike Büskens übernehmen, Mike Bujo Büskens, der die Mannschaft schon mehr oder weniger zum Aufstieg geführt hat mit seinen emotionalen Ansprachen. Und ich glaube schon, dass das so einen kleinen Effekt haben kann. Ja, deswegen verzichte ich in erster Linie auch auf die Wette auf den Heimsieg von der Hertha. Denn man muss natürlich sagen, die Hertha ist ebenfalls katastrophal schlecht unterwegs, rein statistisch gesehen, rein punktetechnisch. Sie haben erst 8 Zähler gesammelt. Ja, das ist die schwächste Ausbeute in den letzten 13 Jahren für die Hertha gewesen. Sie haben 4 von 5 Heimspielen unentschieden gespielt. Auch das ist jetzt kein wirkliches Faustpfand, was sie in den Ring werfen können. Und wenn man dann noch weiß, dass beide Mannschaften seit 5 bzw. 4 Bundesligaspielen nicht mehr gewonnen haben, dann weiß man schon, was uns erwartet. Nämlich ein sehr, sehr ausgeglichenes, umkämpftes Spiel. Beide Mannschaften strotzen nicht wirklich vor Selbstvertrauen, auch wenn die Hertha eine gute zweite Halbzeit gespielt hat gegen Leipzig. Klar, Hertha hat auch nicht den Nachteil des Spiels unter der Woche, DFB-Pokal. Ja, Schalke musste ran, hat ordentlich auf den Sack bekommen, auf gut Deutsch gesagt. Die Hertha hatte frei. Deswegen sehe ich leichte Vorteile bei den Berlinern und mein Tipp lautet 1,75, 1x und unter 3,5. Also die Hertha holt mindestens einen Punkt vor heimischer Kulisse und es fallen maximal 3 Tore und dafür gibt es eine Quote von 1,75. Ja, das ist doch mal eine dezidierte Wette. Dann kommen wir zum Spitzenspiel. 4 gegen 2 lautet das nämlich. Hoffenheim empfängt die Bayern am Samstag. Aufgepasst, ja, die Hoffenheimer haben in 4 der letzten 6 Heimspiele gegen Bayern gepunktet. Ja, sie haben 10 von möglichen 18 Punkten geholt, also auch dementsprechend noch 3 Spiele gewonnen. Deswegen sollten die Münchner auf jeden Fall Acht geben, zumal natürlich die Personalsituation bei den Münchnern momentan nicht die allerbeste ist. Wir sprechen, Carsten, ganz kurz über Erik Maxim Choupo-Moting. Ja, so ein bisschen sehr gerne. Ein Mittelstürmer, der wiedergefunden wurde. Ja? Ja, vertrau doch einfach dem Mittelstürmer, den du im Kader hast und mach nicht so viel rum. Übrigens, wollte ich noch kurz nachwerfen, wenn ihr Vorschläge für einen neuen Schalke-Trainer habt, immer her damit. Gebe ich dir komplett recht, was Choupo-Moting anbelangt. Er hat jetzt das letzte Ligaspiel hat er mehr oder weniger für seine Mannschaft gewonnen gegen Freiburg. Er hat jetzt im Pokal wieder 2-mal getroffen gegen Augsburg. Das heißt, was einst so eine Notlösung war, ja, weil er eben nicht den ganz großen Namen hat, ist jetzt schon zu einer guten Lösung geworden, wie ich finde. Deswegen Erik Maxi Choupo-Moting, da vielleicht noch gesagt, gegen Hoffenheim, Carsten, hat er schon 9 Torbeteiligungen vorzuweisen in seiner Bundesliga-Karriere. Gegen keine andere Mannschaft mehr
als gegen die TSG. Deswegen, wer weiß, vielleicht trifft auch Maxim Choupo-Moting wieder am Wochenende. Ich sage aber, dass Bayern allgemein gute Chancen haben, das Spiel zu gewinnen. Denn obwohl Hoffenheim natürlich jetzt zweimal Schalke geschlagen hat, waren sie bislang gegen die Top-Mannschaft in der Bundesliga gar nicht gut unterwegs. Warum? Ich will das ganz kurz belegen anhand von Statistiken. Denn gegen Teams aus der unteren Tabellenhälfte holte Hoffenheim 16 von möglichen 18 Punkten. Gegen Teams aus der oberen Tabellenhälfte, auf den Plätzen 1 bis 9, holte Hoffenheim nur einen von 12 möglichen Punkten. Deswegen gegen die Top-Mannschaften braucht es vielleicht noch ein bisschen für die Breitenreiter-Elf. Übrigens, André Breitenreiter in 7 Anläufen gegen die Bayern noch nie gewonnen, noch nie gepunktet, immer verloren. Sowohl mit Paderborn als auch mit Hannover und auch mit Schalke. Deswegen, Carsten, du siehst, meine Tendenz geht in Richtung Bayern. Ich sage, dass Bayern in beiden Halbzeiten treffen wird. Das ist mein Tipp. Und dafür gibt es eine Quote von 1,83. Die schlechteste Bilanz seit 40 Jahren. Ja, wir sprechen von Bayer Leverkusen und wir sprechen von Xabi Alonso, der diesen Club und dieses Team übernommen hat. Und jetzt spielen die gegen den VfL Wolfsburg. Also easy wird das nicht. Nein, easy wird das auf gar keinen Fall, aus zwei Gründen. Zum einen ist Wolfsburg auf dem aufsteigenden Ast, das muss man ganz klar so sagen. Sie haben eins der letzten 5 Spiele verloren, zuletzt 3-mal nacheinander ungeschlagen geblieben. Und der zweite Aspekt ist, dass Wolfsburg ein echter Angstgegner für Leverkusen ist. Denn Wolfsburg ist seit mittlerweile 6 Bundesligaspielen in Leverkusen ungeschlagen. Und die Wolfsburger haben sogar die letzten vier Aufeinandertreffen in Leverkusen, in der Bayer Arena, allesamt für sich entscheiden können. Deswegen, ich bin da nicht bei den Buchmachern, die sehen Leverkusen recht klar vorne. Das sehe ich momentan nicht, weil einfach auch das Selbstvertrauen nicht so da sein kann. Zudem fangen sie die drittmeisten Gegentore in der Bundesliga, 21 waren schon an der Zahl. Und wenn man dann noch weiß, dass in den letzten 12 Bundesliga-Duellen dieser beiden Teams niemals die Heimmannschaft gewann, dann ist, denke ich, klar, wohin mein Tipp geht. Ich sage nämlich, dass Wolfsburg zur Halbzeit noch nicht hinten liegt. Doppelte Chance x2 nach 45 Minuten. Quote liegt hier bei 1,70. Wer die Quote noch etwas aufpeppen will, kann sogar darauf gehen, dass Wolfsburg mindestens einen Punkt holt nach 90 Minuten. Ich bleibe bei den ersten 45 Minuten und gehe da mit dem etwas minimierten Risiko. Und wir sprechen mit einem, der Bayer Leverkusen nun wirklich in- und auswendig kennt, mit Markus Feinbier. Hallo Markus. Hallo. Wie geht es dir? Sehr gut. Bis auf die Ausnahme hat mir leider die Mittelhand gebrochen. Und ist natürlich ein bisschen sperrig. Man ist eingeschränkt, gerade wenn man jetzt noch ein bisschen sportlich aktiv sein will. Ja, muss ich jetzt ein bisschen Geduld haben, aber sonst geht es mir sehr gut. Du kamst als 17-Jähriger von Berlin, Hertha Zehlendorf. Aber wir sprechen jetzt über die Aktualität, über das Thema Leverkusen im Moment. Was läuft da schief? Ja, okay, wenn ich das so verfolge, ist ein krasser Unterschied zu den Jahren davor. Ich glaube, dass auch in dieser Saison so ein bisschen der Zusammenhalt fehlt. Auch die Konstante, die sie gerade auch zu Hause hatten, wenn man jetzt sieht, ich glaube, das ist jetzt der 10. Spieltag, 2 Siege, 2 Unentschieden, 6 Niederlagen. Und das ist das Entscheidende. Und wenn man auch die Tore sieht, 14-21 Tore sind im Moment da auf dem Konto. Und das ist eigentlich für Bayer untypisch. Gerade auch zu Hause, wo sie gerade mit ihrer, kontrollierten Defensive da ihren sehr aggressiven offensiv Fußball gespielt haben, das lässt man alles leider vermissen. Und das ist im Moment, glaube ich, das Problem, dass die Mannschaft mehr über das Spielerische kommen will, statt, erstmal über den Kampf. Ist denn da Xabi Alonso der richtige Trainer? Also doch auch eher einer für die höheren Ansprüche und keiner, der sagt, jetzt müssen wir mal die Basics, und zwar das Kämpferherz rausholen. Ja, das muss man definitiv. Ob er jetzt der richtige Mann ist, das weiß man nicht. Ich meine, zu Hause gegen Schalke, da hat Bayer mal wieder gezeigt, wie sie zu Hause spielen können. Aber das war ja im Prinzip nur eine Eintagsfliege. Und da hat der Trainer sicherlich eine Menge Arbeit vor sich, um erstmal wieder die Basics reinzukriegen. Weil man sieht in der Bundesliga, jede Mannschaft hat sich auch verbessert, verstärkt. Und wenn man da die Grundbasics nicht hat, über einen Kampf erstmal zu kommen, den Gegner eigentlich erstmal läuferisch und kämpferisch dann ein bisschen niederzuringen und dann
die technischen Qualitäten da im Vordergrund zu bringen. Wenn man die nicht jetzt wieder reinbekommt, dann wird es eine ganz, ganz schwere Saison. Markus, das Thema ist natürlich auch Patrick Schick, der nicht funktioniert, sagen wir es jetzt mal in diesem Apparatschick-Deutsch. In der letzten Saison, speziell in der Rückrunde, hat er getroffen, wie er wollte, jetzt nicht. Du als ehemaliger Mittelstürmer, was ist da los und wo ist das Gegengift? Wie sieht das aus? Ja, natürlich achtet man darauf immer, gerade auf die Offensive, auf die Stürmer, wenn man im letzten Jahr wie er sehr viele Tore gemacht hat, wo eigentlich alles noch funktioniert hat und in diesem Jahr es nicht so läuft, dann ja, kann man aber nicht immer alles an ein, zwei Spieler festhängen. Sondern nein, das da nicht. Aber was würdest du ihm jetzt als Mittelstürmer, als ehemaliger Mittelstürmer, der ja auch solche Durststrecken erlebt hat, was würdest du sagen? Was muss er jetzt machen? Natürlich immer weitermachen. Immer weiter kämpfen, für die Mannschaft kämpfen und dann hoffen, dass er da irgendwie mal wieder den einen oder anderen über die Linie drückt. Ne? Das ist immer das, was der Stürmer braucht. Er braucht in gewisser Weise Selbstvertrauen und das holt man sich natürlich, wenn man da wieder das Tor trifft. Aber wie gesagt, ich kann da nur sagen, als Stürmer ist man natürlich auch ein bisschen abhängig von den anderen. Und dein Tipp jetzt für das Spiel, das aktuelle Spiel am Samstag gegen Wolfsburg? Ja, also ich drücke natürlich wieder die Daumen, dass da der Knoten denn mal platzt. Das hat man dann natürlich gegen Schalke auch schon gehofft, wo es eigentlich ein sehr gutes Spiel war. Schalke ist jetzt nicht so der Maßstab, aber ich glaube, dass du gegen Wolfsburg zu Hause gewinnen musst. Sonst wird es eine ganz, ganz enge Partie bis zum Winter. Und die Unruhe, die ist schon zu spüren, ne? Auch mit den Fans, ne? Die eine Menge Geduld hatten. Ne, man darf sich das auch nicht alles verscherzen, sondern man muss jetzt zusammen gucken, dass man das Spiel mit aller Gewalt gewinnt. Ist auch egal wie, es muss kein schönes Spiel sein, aber die drei Punkte müssen erstmal eingefahren werden. Wunderbar, vielen Dank erstmal bis hierhin, Markus. Machen wir weiter mit dem Freitagsspiel und mit einem Verein, der am liebsten auswärts spielt. Viermal schon gewonnen, der FSV Mainz 05 und da kommt jetzt der 1. FC Köln zu Gast. Traditionell nennt man das das Karnevalstreffen, obwohl der 11.11. ist noch ein bisschen weit weg, Marcel. Ja, so weit ist er gar nicht mehr weg. 11.11., das ist dann auch nicht mehr lang zur Weltmeisterschaft. Da will ich gerade mal ein bisschen Cross-Promo machen, denn natürlich, Carsten, wir werden auch bei der Weltmeisterschaft wieder sehr, sehr aktiv sein. Wir haben zwei sehr interessante Experten, da kann jeder gespannt sein. Deswegen einfach mal Abo dalassen. Und immer auf der Hut bleiben, was wir für euch bereit haben. Es wird sehr, sehr interessant, sehr, sehr spannend, auch sehr innovativ, sage ich mal. Aber Carsten, der Marcel nimmt jeden Ball Volley. Habt ihr das schon mal gemerkt? Jeden Ball nimmt der Puff aus der Luft. Herrlich. Sehr gut. Nein, aber Mainz gegen Köln, Carsten, was ich dazu sagen kann, ist auf jeden Fall, dass sich die beiden Hitzköpfe der Liga gegenüberstehen. Wen meine ich? Natürlich Bo Svensson und Steffen Baumgart. Denn Bo Svensson schon 10 gelbe Karten bekommen. Ja, seitdem die Einführung der gelben Karten für Trainer, seitdem die gemacht wurde in der Bundesliga. Steffen Baumgart schon 8 gelbe Karten. Ja, dementsprechend sind das die beiden Trainer mit den meisten gelben Karten in der Bundesliga-Geschichte. Aber, jetzt kommt das große Aber, es scheint der Mannschaft zu helfen. Denn beide Mannschaften haben in ihren Vereinen den höchsten Punkteschnitt aller bisherigen Bundesliga-Trainer. Ja, deswegen auf jeden Fall Respekt an beide Trainer, die ja wirklich diesen emotionalen Spielstil und auch diesen emotionalen Stil von draußen sehr gerne pflegen. Aber was man sagen muss, Köln lag in 8 von 10 Bundesligaspielen zur Halbzeit, beziehungsweise überhaupt mit 0-1 Rückstand. Ja, nicht nur zur Halbzeit, sondern allgemein mit 0-1 Rückstand. Du hast es eben schon kurz angesprochen, Mainz stellt zwar die beste Auswärtsmannschaft der Liga, aber auch das schwächste Heimteam der Liga. Zu Hause läuft gar nicht viel und dennoch glaube ich, aufgrund der Tatsache, dass die Kölner eben viele Gegentore kassiert und auch oftmals in Rückstand geraten, dass auch Mainz diesmal vor heimischer Kulisse zumindest das erste Tor erzielen wird. Und genau das ist mein Tipp. Ich sage zu einer Quote von 1,80, dass Mainz in diesem Spiel 1-0 in Führung geht. Wunderbar. Und hier ist unser Tipp für euch, unser Gewinnspiel, der Predictor. Am Samstag empfängt der BVB den VfB Stuttgart und da könnte doch auch mal eine Überraschung fällig sein, oder? Also Mats Hummels legt ja immer den Finger in die Wunde nach jedem Spiel. Irgendwann nutze ich das meines Wissens auch mal ab. Marcel, was sagst du da als Trainer?
Vor allen Dingen habe ich das Gefühl, dass er vorher auf seinen Finger nochmal Bitter Isadonna drauf macht, damit es besonders schön zwiebelt in der Wunde. Aber ich sag mal so, Carsten, es kann sich abnutzen, aber Mats Hummels ist natürlich auch ein Spieler mit einem extremen Standing in der Mannschaft. Ja, und das glaube ich nicht, dass sich das jetzt nach 2, 3, 4 Mal abnutzen wird, sondern er hat ja recht. Er hat ja inhaltlich hat er komplett recht Absolut. Mit dem, was er sagt. Die Kanäle, wie er das Ganze verbreitet, natürlich darüber lässt sich diskutieren, wobei ich glaube, dass Mats Hummels das auch intern anspricht. Ja, also er wird jetzt nicht nur an die Öffentlichkeit gehen, sondern er wird das in der Kabine genauso ansprechen, er wird die Spieler persönlich ansprechen, von daher sehe ich das nicht so kritisch. Was ich natürlich deutlich kritischer sehe, ist die Tatsache, dass Dortmund einfach gar nicht gut in Form ist. Ja, also das gefällt mir momentan gar nicht, was sie machen. Sie haben nur 16 Punkte nach 10 Spieltagen. Die schwächste Ausbeute seit dem letzten Jahr unter Jürgen Klopp, wo sie ja damals auch teilweise ganz unten um den Abstieg kämpfen mussten, gegen den Abstieg kämpfen mussten, sind jetzt seit 3 Spielen sieglos und bekommen es jetzt mit einem Gegner zu tun, der im Aufwind ist. Muss man ganz klar so sagen, unter dem neuen Interimstrainer Wimmer ist Stuttgart richtig gut in Form. Ja, haben gegen Bochum in der Liga den ersten Sieg geholt am 10. Spieltag und haben jetzt auch 6:0 gegen Bielefeld im Pokal gewonnen. Ja, also das Selbstvertrauen ist wie Phoenix aus der Asche einfach ja, wieder da, kann man so sagen. Und Dortmund hat natürlich auch 10 Gegentore in den letzten 5 Bundesligaspielen kassiert. Und deswegen sage ich einfach mal, dass hier beide Mannschaften zum Torerfolg kommen. Mein Tipp lautet 1,70 dafür, dass beide Mannschaften dieser Partie treffen. Der SV Werder Bremen reist gerne in den Schwarzwald, in den Breisgau. Und das machen sie am Samstag wieder zum SC Freiburg. Für mich Freiburg der Favorit. Bremen hat man momentan so ein bisschen das Gefühl, dass es etwas in die falsche Richtung geht. Einerseits im Pokal das Ausscheiden, andererseits auch letzte Woche diese Niederlage. Zudem kommt die Personalie Marvin Ducksch, die wir sicherlich gleich nochmal ganz kurz vertiefen, Carsten. Niklas Füllkrug hat sich sehr beschwert beim Schiedsrichter. Auch das war jetzt wirklich nicht die feine englische Art. Deswegen Werder Bremen, vielleicht liegen sogar die Nerven ein bisschen blank nach dem guten Saisonstart, dass es jetzt nicht mehr so läuft. Nach diesen beiden Niederlagen. Deswegen sage ich Sieg Freiburg zu einer Quote von 1,95. Ja, was sagst du zum Thema Ducksch? Musste er sanktioniert werden oder muss man sagen, nein, ein Team kann solche Typen auch mal verkraften und die Verhaltensweisen? Frage ich auch an euch. Ja, die Frage geht auch an euch. Was sagt ihr dazu? Ich sage, natürlich kann eine Mannschaft solche Typen und auch solche Verhaltensweisen verkraften, aber dennoch muss es natürlich sanktioniert werden, denn sonst macht ja jeder, was er will. Nach dem, was ich jetzt gelesen habe, war er wirklich auch über eine Stunde zu spät zum Training erschienen und das, obwohl er am Vorabend feiern war. Und das ist natürlich ein No-Go, denn Carsten, wer feiern gehen wer kann... Wer feiert, kann auch muss auch pünktlich sein. Ja, frag nach bei Udo Lattek, mit dem war ich lange und oft unterwegs. Der war immer der Erste morgens. Nie zu spät, nie. So. Mach mal weiter, bevor ich die ganze Sache hier nochmal vertiefe. Augsburg gegen Leipzig, da bin ich übrigens im Stadion. Hilf mir weiter. Ich sage Vorteile bei Leipzig. Leipzig hat zwar erst 2 Punkte von 15 in der Fremde geholt, ja, aber Augsburg hat eben auch nur 4 ihrer 13 Punkte vor heimischer Kulisse geholt. Das heißt, es trifft so ein bisschen Heimschwäche auf Auswärtsschwäche. Leipzig wartet seit 7 Bundesliga-Auswärtsspielen auf einen Sieg. Ja, ich glaube, dass diese Serie jetzt irgendwann mal ein Ende finden wird, weil sie einfach ja, in einer guten Form sind. Auch gegen den HSV haben sie wieder einen Sieg gelandet im Pokal. Deswegen gehe ich auf die doppelte Chance x2. Ja, ich sage, dass Leipzig mindestens einen Punkt holt und ich gehe auf das über 2,5 in Kombination. Also mindestens 3 Tore im Spielverlauf. Denn man hat es, denke ich, auch am Mittwochabend wieder gesehen, Augsburg ist keine Mannschaft mehr, die sich nur noch hinten reinstellt, sondern sie haben auch Selbstvertrauen getankt durch den eigentlich guten Saisonstart. Und deswegen sage ich mindestens 3 Tore und mindestens einen Punkt der Leipziger zu einer Quote von 1,80. Ja, und jetzt gebe ich dir nochmal einen Hinweis dazu, den du mir gar nicht gegeben hast. Seit 2016 ist nämlich der RB Leipzig im Oktober ungeschlagen. Siehst du? Eine Nachricht aus dem Feenwald, die du mir vorenthalten hast. Ich gebe sie dir heute. Jetzt sage ich dir noch was, Carsten. Hättest du aufmerksam unser Wusstet ihr das verfolgt von der letzten Woche, dann hättest du gewusst, dass Leipzig noch nie im Oktober ein Heimspiel verloren hat. Ach du lieber Gott. Ja, das habe ich nämlich bei Wusstet ihr das genannt. Ja, irgendwas musste er natürlich jetzt. Ja, irgendwas musstest du sagen. Das Abendspiel lautet Gladbach gegen Frankfurt. Gehe ich auf eine hohe Quote? Ja, ich gehe auf eine 2,62 dafür, dass beide Mannschaften in der zweiten Halbzeit treffen. Warum? Ganz einfach, beide Mannschaften stellen mit die stärksten Mannschaften, was die zweiten Halbzeiten angeht. Ja, also Frankfurt hat die zweitmeisten Tore nach der Halbzeit erzielt, Gladbach die viertmeisten. Zudem muss man sagen, dass beide Mannschaften schon eher den offensiven Spielstil auch pflegen. Beide Mannschaften haben Stärken nach Standardsituationen. Frankfurt schon 8 Tore nach Runenbällen erzielt, die Gladbacher immerhin schon 6.
Wenn du mich aber fragst nach, wer leichte Vorteile in diesem Spiel hat, dann bin ich schon eher bei der Eintracht. Und das liegt einzig und allein daran, dass die Gladbacher natürlich mit extremen Personalproblemen zu kämpfen haben. Ja, Neuhaus, Hofmann, Itakura, Sommer, Kramer, Wolf, allesamt fallen aus. Ja, durchaus auch wichtige Spieler dabei. Und allein ein Thuram wird nicht reichen, auch wenn Thuram natürlich in einer super Form ist, schon 7 Tore erzielt, damit doppelt so viel oder mehr als doppelt so viele als in der vergangenen Saison, wo er insgesamt nur auf 3 Treffer kam. Aber ich sage, eher fallen Tore, als dass Gladbach das Spiel gewinnt. Du bist Berliner, Markus. Ja. Wie nimmst du das jetzt auf, Union Berlin als Tabellenführer? Ja, ich bin ja eigentlich Thaler, ne, habe ja da auch gespielt, schaue ich auch natürlich immer gespannt nach Berlin. Da ist natürlich ein bisschen verkehrte Welt, ne? Union Berlin Tabellenführer, aber man muss sagen, zu Recht. Also wenn man da die Mannschaft sieht, das Umfeld, das ist eine Einheit. Die Unioner mit wenig Möglichkeiten schweißen die sich zusammen von Spiel zu Spiel. Man merkt auch, das Selbstvertrauen wird immer mehr, von Spiel zu Spiel wird immer mehr. Und das ist das Endergebnis. Die anderen schwächeln, die haben eine konstante Linie. Ja, und deswegen stehen sie auch zurecht da oben. Oliver Runert ist Manager von Union Berlin und schon auch phänomenal unterwegs, wie er das schafft, immer wieder die entsprechenden Spieler ranzuholen, die das Team dann stärken. Und Urs Fischer macht natürlich auch einen überragenden Job. Union Berlin, das ist unser letztes Spiel. Am Sonntag findet es statt. Der Tabellenführer zum Tabellenletzten beim VfL Bochum. Carsten, du meinst Oliver Runert, der auch sonntags mal gerne als Linienrichter... Als Schiedsrichter. Ja, Schiedsrichter, Linienrichter. Genau, Dann ist er Politiker bei den Linken. Also eine illustre Persönlichkeit. Das kann man so sagen, aber Carsten, wir bleiben sportlich. Bochum gegen Union Berlin, natürlich Union Berlin der Favorit. Natürlich, sie sind erster, Spiel gegen Tabellenletzten. Zudem muss man sagen, Union hat ja erst ein Spiel in der laufenden Saison verloren. Aber nicht nur das, sie lagen auch erst ein einziges Mal in Rückstand. Nur bei diesem 0-2 gegen Frankfurt lagen sie in Rückstand. Ansonsten sind sie immer in Führung gegangen. Ja. Es treffen die beiden ältesten Mannschaften auf der Liga. Das vielleicht noch als kleiner Funfact am Rande. Und natürlich der größte Unterschied zwischen beiden Mannschaften liegt in der Defensive. Denn Union hat erst 6 Gegentreffer kassiert, die beste Defensive der Liga. Bochum steht indes bei 27 Gegentoren. Und Carsten, wenn ich jetzt noch sage, dass Bochum eigentlich im Schnitt mehr Ballbesitz hatte als Union Berlin, nur eine Großchance mehr hatte im bisherigen Saisonverlauf als Union Berlin und auch nur 2 Torschüsse weniger abgegeben hat als Union Berlin, dann kann man durchaus ein Stück weit überrascht sein, dass der Tabellenletzte... Dann müsste man sagen, warum steht Bochum nicht an der Tabellenspitze? Ganz genau, das muss man deswegen sagen. Da hast du meine Statistik wieder perfekt gelesen. Aber ich sage, Union Berlin wird mindestens punkten, ja, also mindestens das Unentschieden holen und es fallen auch maximal 3 Tore, denn es wäre schon überraschend, wenn Union in Spielen mit Union-Beteiligung sehr, sehr viele Tore fallen. Deswegen 1,57, x2 und unter 3,5. Wunderbar. Vielen Dank, Marcel. Hier ist die Übersicht der Tipps für den 11. Spieltag in der Bundesliga. Wir bringen natürlich auch ein Video zur zweiten Liga und wünschen euch, auch wenn es ein bisschen verspätet war in dieser Woche, viel Spaß und gute Unterhaltung am Wochenende.